Friday Lecture. Hier nochmal der Titel: Kompetenzorientierung als Potenzial und Herausforderung bei der Entwicklung von Studien. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich Sie sozusagen durch einen kleinen Prozess führe und wir diese ganzen Themen ein Stück weit auch miteinander anschauen. Ich möchte gerne einsteigen mit einer kleinen Vorstellung von meinem Team, weil das natürlich letztlich nicht nur meine Arbeit ist, die hier vorgestellt wird, sondern da eine ganze Menge an Personen hinten dran stehen. Wir als Team Hochschulentwicklung, wie wir uns im Moment noch bezeichnen, agieren in St. Gallen an der Schnittstelle eigentlich zwischen Hochschulentwicklung und Hochschuldidaktik. Und jetzt ganz neu, seit letzten November, ist eben dieses Hochschuldidaktische Zentrum auch mit in meinem Verantwortungsbereich. Dadurch können wir auf drei Gestaltungsebenen arbeiten, ähnlich wie das auch das CTL tut. Auf der organisationalen Ebene versuchen wir ganz stark, auf die Strategieentwicklung der Hochschule in Bezug auf die Lehre Einfluss zu nehmen. Das funktioniert auch darüber, dass Dieter Euler, der hier ganz links im Bild ist, er ist Beauftragte des Rektorats für die Qualität der Lehre und dadurch hat er natürlich auch einen sehr engen Draht zu unserem Rektorat in St. Gallen. Die zweite Ebene, die wir bedienen in St. Gallen, sind die Studienprogramme. Das ist ähnlich wie hier die Curricularentwicklung. Und die dritte Ebene sind jetzt neu eben die Lehrenden. Da bieten wir verschiedene Programme, auch ein Zertifikatsprogramm zur Hochschuldidaktik an. Und unsere Rolle ist immer, und da verpflichten wir uns zu, eine beratende. Wir versuchen möglichst uns nicht zu stark in die Prozesse zu involvieren. Das ist natürlich manchmal schwierig, weil da auch eine Tendenz dazu besteht, auch von uns selbst ausgehend natürlich. Aber wir wollen, und das ist ein großes Anliegen, das Ownership für diese Prozesse tatsächlich bei den damit betrauten Personen belassen. Also wenn wir bei der Strategieentwicklung sind, dann wollen wir, dass das Rektorat da hinten dran steht. Wenn wir auch bei der Studienprogrammentwicklung arbeiten, dann wollen wir, dass die Studienprogrammverantwortlichen oder die dahinterstehenden Lehrenden weiterhin die Verantwortung übernehmen für Innovationen, für Veränderungen. Und genauso ist es auch bei der dozierenden Ausbildung, da wollen wir ganz stark auch die Lehrenden in die Pflicht nehmen und sind da auch dabei, das umzustellen. Genau, und das unten ist mein komplettes Team und sie sind auch maßgeblich daran beteiligt, dass dieser Inhalt hier so zustande kommt. Ich möchte gerne einen Überblick geben über den Vortrag. Ich werde Kompetenzorientierung im Studium nochmal aufnehmen und auch die Begründungslinien, die dahinter stecken, einfach als Reflexionsfolie nochmal zur Verfügung stellen. Das vor dem Hintergrund, dass natürlich uns allen klar ist, was Kompetenzorientierung ist. Und Sie haben es gerade auch nochmal aufgegriffen, was es hier für das CTL heißt. Ich glaube aber, dass es wirklich wichtig ist, dass wir sozusagen alle nochmal auf eine Linie kommen und auch nochmal eingestimmt sind auf dieses große Thema. Dann werde ich drei Gestaltungsmöglichkeiten für Kompetenzorientierung in Studien vorstellen. Die orientieren sich auch sehr stark an dem Prozess, wie er hier läuft, weil er wahrscheinlich auch einfach der momentan aktuell gängige Prozess in diesem Bereich ist. Und ich werde letztlich auf die Herausforderung der Kompetenzorientierung nochmal globaler eingehen und versuchen, das zu fokussieren. Genau. Und Sie müssen natürlich keine Angst haben, Sie müssen jetzt nicht eine Stunde lang nur mir zuhören, sondern zwischendurch werde ich auch Sie gerne einbinden und mit Ihnen ins Gespräch kommen. Und wenn Sie Fragen haben, dann heben Sie auch gerne die Hand und stellen Sie die Frage zwischendurch. Da bin ich durchaus bereit, darauf einzugehen. Das ist kein Problem. Starten möchte ich, wie gerade schon gesagt, mit den Begründungslinien für die Kompetenzorientierung. Und wir sehen hier ganz besonders drei Schwerpunkte. Der erste ist sicherlich der bildungspolitische. Die Bologna-Reform ist, oder die verschiedenen Bologna-Reformen sind schon eine Weile her und den einen oder anderen mag es nerven, dass man immer noch darauf zurückkommt. Letztlich ist es aber der Auslöser gewesen, dass wir zu einer stärkeren Outcome-Orientierung bei unseren Studien kommen und dass neu Kompetenzziele auch für die Übertragbarkeit von Leistungen von Studierenden von einem auf das andere Land beispielsweise festgelegt werden. Das ist der Ausgangspunkt.
Lerntheoretisch waren wir eigentlich von der Forschungsseite her schon lange so weit, dass wir gesagt haben, es muss stärker zu einer Studierendenzentrierung bei den Studiengängen und bei dem Lernen führen. Und es ist dieses häufig zitierte Begriff des Shift from Teaching to Learning, der aber leider auch vielfach missbraucht wird. Also ganz oft wird das ja gleichgesetzt, beispielsweise mit Outcome-Orientierung, obwohl es gar nicht dasselbe ist. Das heißt, ist vielleicht letztlich ein Teil, dass man Outcome-Orientierung macht, dass man Lernziele kompetenzorientiert formuliert. Aber letztlich bedeutet der Shift vom Teaching to Learning, der viel älter ist als diese Idee der Outcome-Orientierung, dass man sich an den Lernprozessen der Studierenden orientiert und sich immer wieder überlegt, okay, was macht mein Studierender eigentlich in meinem Studienprogramm? Was macht er in meiner Lehrveranstaltung? Und wie kann ich ihn da bestmöglich unterstützen? Und Ziel ist dabei, dass die Studierenden die Inhalte, die ihnen, die zu einer Veranstaltung gehören, letztlich tiefer verarbeiten. Das ist auch das, was mit diesem Begriff der Deep Approaches to Learning beispielsweise vermittelt wird. Und damit zusammenhängt natürlich, dass wir versuchen, einerseits das auswendig gelernte Wissen, das dann direkt nach einer Prüfung wieder vergessen wird, von meinem Chef immer so nett als Bulimie-Lernen bezeichnet, dass wir das vermeiden wollen. Das ist das eine natürlich. Aber das andere ist auch, dass wir träges Wissen vermeiden wollen. Wir wollen ja auch nicht, dass jemand sich Wissen aneignet, aber das letztlich gar nicht in einer beruflichen Situation anwenden kann. Und das bringt mich direkt zu dem bildungsphilosophischen Hintergrund von Kompetenzorientierung. Hier geht es ganz stark darum, dass wir an der Universität natürlich ganz unterschiedliche Bildungsziele verfolgen. Wir wollen auch an Ausfluss von Bologna natürlich die Studierenden fähig machen, dass sie in einem bestimmten Beruf agieren können. Je nach Studiengang ist das relativ stark festgelegt, in welchem Beruf sie agieren, aber es gibt natürlich auch gerade in den Geisteswissenschaften Studien, wo das überhaupt nicht festgelegt ist. Nichtsdestotrotz ist die Idee schon, dass wir ihnen in den einzelnen Veranstaltungen letztlich eine berufliche Relevanz der Inhalte mit auf den Weg geben. Die zweite Säule bildungsphilosophisch vom Universitätsstudium ist aber natürlich auch die Befähigung zum wissenschaftlichen Denken und Handeln. Das heißt, wir wollen, dass die Studierenden auch fähig sind, am Ende ihres Masterstudiums beispielsweise einen wissenschaftlichen Weg einzuschlagen und in dem wissenschaftlichen Feld zu agieren. Und das Dritte, die dritte Befähigung ist letztlich die querliegende Säule der Schlüsselqualifikation. Das heißt, wir wollen, dass die Studierenden auch beispielsweise soziale Kompetenzen, Kommunikations-, Konfliktfähigkeit, beispielsweise auch das Präsentieren lernen und hier fit werden. Und insgesamt bedeutet das natürlich, dass wir sie befähigen wollen zu einer gesellschaftlichen Teilhabe. Und diese überfachliche Kompetenzentwicklung wird auch als ein Ziel von Kompetenzorientierung genannt. Die Begriffsbestimmung, die ich mal mitgebracht habe, sind drei verschiedene. Ich möchte gerne auf die zweite Definition eingehen, die tatsächlich versucht, auch aus einer lehrenden Perspektive das so rüberzubringen. Und zwar steht da, statt sich wie bisher primär Gedanken darüber zu machen, welche Inhalte Studierende lernen, welche Theorien und Methoden sie kennen oder welche schriftlichen und mündlichen Präsentationsformen sie nutzen sollen, müsse man definieren, welche Fach-, Sozial- und Selbstkompetenzen Studierende am Ende beherrschen sollten. Das klingt erstmal anstrengend sozusagen, weil man wirklich so einen gedanklichen Wechsel macht. Und gleichzeitig klingt es eben, und da komme ich auf den ersten Beitrag zurück, so als müsse man sich von dem Inhalt ein Stück weit verabschieden. Und das würde ich erstmal per se sagen, das ist nicht so bei der Kompetenzorientierung, sondern bei der Kompetenzorientierung ist es so, dass der Inhalt kontextualisiert weiter einen Teil der Kompetenz, sozusagen ein Kästchen in einer Matrix ausmacht. Und wenn wir beispielsweise in der Kompetenzmatrix von meinem Chef, von Dieter Euler, das anschauen, dann hat er eine Kompetenzdimension, werden wir nachher auch noch kurz sehen, die sich spezifisch mit dem Wissen beschäftigt und die dann eben überlegt, okay, Wissen, wozu eigentlich? Und da kommt genau ein primäres Charakteristikum von der Kompetenzorientierung ins Spiel. Wissen braucht immer einen Situationsbezug. Das heißt, wir haben nicht Wissen einfach um des Selbstzwecks willen, sondern wir haben Wissen, um mit einer bestimmten Sache oder mit einer Person oder mit sich selbst umzugehen.
Und dieser Situationsbezug führt dann auch gleich zu einem zweiten Charakteristikum, und das ist die Problemorientierung. Das ist das, was Sie, glaube ich, auch angesprochen haben, dass man immer versucht, einen Handlungsbezug herzustellen, immer versucht, an einem bestimmten Problem anzusetzen, mit der Kompetenz letztlich dieses Problem zu lösen und damit natürlich auch das Wissen anzuwenden, das man hat. Aber man hat eben diesen Situationsbezug und den Problembezug und dadurch eine stärkere Kontextualisierung, muss man sagen. Gleichzeitig, und das wird hier in dem Zitat, das ich vorgelesen habe, auch deutlich, versucht man über diese Fassung der Begriffe eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was gehört eigentlich dazu. Jetzt wird es hier genannt als Fach-, Sozial- und Selbstkompetenz. Bei uns beispielsweise, wir würden von Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz sprechen, wahrscheinlich, weil das irgendwie besser klingt mit den 3 S. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Arten, unterschiedliche Kompetenzmodelle. Und das kommt dann auch wiederum darauf an, wo man herkommt. Es gibt im Prinzip 2 wesentliche Zugänge zu dem Kompetenzbegriff. Der eine ist die empirische Bildungsforschung, und das ist dieser Klassiker von Weiner, den sicherlich fast alle hier kennen, wo Kompetenzen primär zumindest als kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Problemlösung gesehen werden. Er fügt in dieser Definition zwar noch sehr nett an, dass damit ja auch bestimmte motivationale, volitionale und soziale Bereitschaften und Fähigkeiten verbunden sind, aber man muss letztlich sagen, das Verständnis von Weinert kommt eigentlich aus einer Sichtweise, die sich sehr stark auf die Kognition und auf das Verarbeiten von Inhalten durch Denkprozesse bezieht. Wenn wir jetzt meine Disziplin dagegen setzen, die Berufs- und Wirtschaftspädagogik, dann hat man viel stärker ein Kompetenzverständnis, das sich an den Handlungen orientiert, und da kommt dann auch das Modell der vollständigen Handlung, das man aus der Berufsausbildung kennt, ins Spiel, wo man versucht, Kompetenz zu sehen als die Fähigkeit, und so würde ich es auch in normales Deutsch übersetzen, tatsächlich eine Handlung im beruflichen Umfeld umzusetzen. Und er unterscheidet dann eben, wie schon gesagt, zwischen Sach-, Sozial- und Selbstkompetenzen. Nerdinger zum Beispiel und Kollegen, die unterscheiden dann noch eine Dimension mehr mit Fach-, Methoden-, Sozial- und Personal- oder Selbstkompetenzen. Das ist dann eigentlich dasselbe, nur eine andere Wortwahl dafür. Und da gibt es einfach ganz viele verschiedene Modelle, die wir jetzt auch nicht alle aufnehmen wollen. Ich möchte gern direkt weitergehen zu dem Rahmenmodell, das uns auch durch den Vortrag leiten soll. Wir sehen die Entwicklung von Studien immer als einen Prozess, zu dem letztlich immer 3 Bestandteile gehören. Der erste ist sicherlich die kompetenzorientierte Lernzielformulierung, und das bei einer Entwicklung von Studien tatsächlich auf Programmebene, damit nicht die Veranstaltungslernziele additiv nebeneinander stehen, sondern tatsächlich ein Programmverantwortlicher sich Gedanken darüber gemacht hat oder ideal eine Vielzahl von Lehrenden sich Gedanken darüber gemacht hat, was denn eigentlich das Programm am Ende erreichen soll für die Absolventen. Davon ausgehend folgt dann eine kompetenzorientierte Gestaltung des Studiengangs und letztlich die kompetenzorientierte Prüfung. Und die Darstellung soll auch zeigen, dass diese 3 Teile sicherlich ineinander greifen und ein Stück weit aber auch additiv aufeinander aufbauen. Also man kann nicht einfach jetzt in der Mitte die kompetenzorientierte Gestaltung rausnehmen, ohne dass man sich über das Vorne und Hinten Gedanken macht, dann würde es irgendwie unvollständig dastehen. Was man aber häufig tut, ist, dass man sich erstmal nur mit der kompetenzorientierten Formulierung von Programmzielen beschäftigt und die 2 anderen Schritte noch nicht geht, einfach weil man am Beginn von einem Veränderungsprozess steht. Und letztlich ist es natürlich so, dass es immer auch verbunden ist. Also die Teile, wenn man was ändert an der Prüfungsform, kann das auch eine Auswirkung dann wiederum auf die Programmziele haben. Und insgesamt müsste man eigentlich, wenn man an die kompetenzorientierte Entwicklung von Studien denkt, auch die Evaluation von dem Studienprogramm und von der Lehrveranstaltung kompetenzorientiert übersetzen. Das ist aber was ich jetzt im Vortrag ausblende, einfach auch aus Zeitgründen, weil wir sonst wahrscheinlich irgendwann die Zeit sprengen würden. Insgesamt wollen wir natürlich damit, aber das werde ich auch ausblenden, einen Beitrag zur Gestaltung der Lehr-Lern-Kultur an einer Hochschule leisten, also hier an der Universität Wien oder wir in St. Gallen. Diesen
Sprung, aber der wäre wahrscheinlich auch nochmal einen eigenständigen Vortrag wert. Und jetzt im ersten Bereich werden wir uns mit den Programmzielen beschäftigen und da eben, wie auch schon angekündigt, nochmal drüber nachdenken, inwieweit das nur eine administrative Übung ist oder tatsächlich auch einen Mehrwert bringen kann für ein Studienprogramm. Und da habe ich einfach als Ausgangspunkt eine Fallvignette mitgebracht, die aus unserem Kontext stammt. Und zwar gibt es da einen Herrn Dr. Müller, der hat den Masterstudiengang. Für Management, Organisation und Kultur leitet er als Programmverantwortlicher, also als Studienprogrammleiter wäre das wohl in der Sprache der Uni Wien. Und er leitet diesen interdisziplinären Studiengang von Beginn an und hat jetzt den Auftrag bekommen, dass er die Ziele für den Studiengang nochmal neu überdenken soll. Und das vor dem Hintergrund, dass der Studiengang, sagen wir mal, erstmal schleppend angelaufen ist, also keine sehr guten Voraussetzungen mitgebracht hat. Und er hat dann einfach drei Fragen gehabt. Die erste Frage war wirklich, wie soll er denn eigentlich daran gehen? Wie soll er diese kompetenzorientierte Formulierung der Lernziele haben? Natürlich hat er auch so eine Tabelle, wie Sie sie vorhin so schön gezeigt haben, mit den verschiedenen Taxonomiestufen, mit den Verben, aber das taugt ihm nicht so richtig. Die zweite Frage, die sich ihm stellt, und die ist für den interdisziplinären Studiengang wesentlich, ist, wie schafft er es denn, dass diese verschiedenen Disziplinen ihre Auffassung in diese Studienziele auch wirklich reinbringen können? Und die dritte Frage ist, wie kann er eigentlich die Lehrenden in den Prozess einbinden, ohne dass die davon genervt sind und dass sie auch wirklich einen Beitrag leisten? Und wenn man im Kern sich das anschaut, dann geht es hier letztlich um diese Dualität, die Sie vorhin schon versucht haben aufzulösen, also von der Inhaltsorientierung zur Outcome-Orientierung, also ein Stück weit zumindest. Und zwar ist es so, dass bei dem Shift from Teaching to Learning ein Umdenken stattfindet, dass man nicht mehr so stark ausgeht von den disziplinären Inhalten, die in der traditionellen Art der Studienprogrammentwicklung sehr stark im Vordergrund stand. Man ist immer ausgegangen davon, okay, was bedeutet jetzt das für meine Disziplin? Welche Inhalte brauche ich beispielsweise für Kommunikationswissenschaft? Welche Inhalte habe ich für die Soziologie? Und wie strukturiere ich die dann, damit sich das in einem kohärenten Bild abbilden lässt? Und man hat dann versucht, immer ja, eigentlich so eine Sequenz von Inhalten zu schaffen, die in sich natürlich schon logisch war, die aber letztlich nicht unbedingt die Kompetenzorientierung, die Kompetenzentwicklung der Studierenden unterstützen musste. Und die Idee ist jetzt eben neu, wie schon gesagt, dass die Lehre ja Handlungskompetenz entwickeln soll. Das heißt, die Studierenden sollen mit diesen Inhalten auch was anfangen können, sie sollen sie anwenden können. Und die Leitfrage, die man sich eben stellt als Ausgangspunkt ist, wozu soll ein Absolvent, wozu soll eine Absolventin fähig sein, wenn sie ein Studium abgeschlossen hat. Und diese resultierenden Kompetenzen, die bilden dann eigentlich letztlich den Ausgangspunkt auch wiederum für den Zuschnitt von Veranstaltungen auf der einen Seite, aber auch für die Gestaltung jeder einzelnen Veranstaltung. Und das ist dann so das klassische Vorgehen, das Sie sicherlich kennen, dass man ausgeht, idealtypisch von bestimmten Tätigkeitsfeldern. Beispielsweise könnte man studiengangsbezogen die Studierenden fragen, man könnte die Absolventen befragen, zukünftige Arbeitgeber befragen, vielleicht auch Wissenschaftler in dem Feld und sich überlegen, was sollen denn Studenten am Ende eigentlich können, in welchen Tätigkeitsfeldern sollen die sein. Man würde dann eben Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen ableiten, die die als Kompetenzdimension können sollen und dann eben noch überlegen, okay, was bedeutet das dann auf der Sachebene, was bedeutet das in Bezug zu den Sozialkompetenzen, was bedeutet das bei den Selbstkompetenzen. Und dann würde man das didaktische Profil entwickeln oder adaptieren, je nachdem, ob es sich um eine Reform handelt oder um einen Neuentwurf von einem Studiengang. Und so sind wir idealtypisch auch rangegangen, als wir gefragt wurden, diesen Studiengang MOOC, Management, Organisation, Kultur zu begleiten. Das hat gestartet, relativ nah, schon zu Beginn des Studiengangs im Herbst 2012. Und weil es eben dieser erste interdisziplinäre Master war, sind zwei Schools involviert gewesen. Also wir haben
einmal die School of Management gehabt, die sehr stark die Management-Perspektive, die betriebswirtschaftliche Perspektive reinbringt. Und wir haben die School of Humanities and Social Sciences gehabt, die eine viel stärker geisteswissenschaftliche Perspektive in den Studiengang reinbringt. Perspektiven, die sicherlich nicht immer kompatibel sind, weil sie ganz unterschiedliche Forschungszugänge mit sich bringen, weil sie auch einfach ganz unterschiedliche Inhalte mit sich bringen, die den Lehrenden wichtig sind. Und die Leitvorstellung, das hatte dieser Master, war dann tatsächlich, dass die Studierenden letztlich befähigt werden sollen, komplexe Problemstellungen in Organisationen ganz unterschiedlicher Art aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive und auch aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive zu analysieren. Also sie sollten eben wirklich interdisziplinär im wahren Sinne agieren können. Und das hat einfach schlichtweg nicht so sonderlich gut funktioniert, muss man sagen. Also wenn man das Curriculum betrachtet, dann fällt es wahrscheinlich auch schon auf. Man sieht hier mit GK bezeichnet verschiedene Grundlagenkurse und man sieht schon, dass Kulturtheorie und Sozialtheorie ganz anders daherkommen sozusagen als beispielsweise Management- und Organisationstheorie, von einfach dem Zugang her. Und dann gibt es eben noch verschiedene Vertiefungskurse, aber es ist tatsächlich alles eigentlich sehr an den Inhalten ausgerichtet gewesen. Und wir sind dann in diesen Prozess gegangen mit dem Masterprogramm, mit den Verantwortlichen und auch mit verschiedenen Lehrenden. Die hatten zum Glück ein relativ hohes Commitment für den Master. Und das ist jetzt sozusagen unser Reality-Check, was ist passiert, als wir diesen idealtypischen Prozess durchgehen wollten. Wir haben zuerst versucht, diese Tätigkeitsfelder zu bestimmen. Und da bekamen wir so Kommentare wie, ja, also Creative Industry, das wäre super. Oder ein anderer Lehrer, der hat gesagt, also ich finde, in einem Museum müssen die ja später arbeiten, das wäre mir total wichtig. Und dann ein dritter sagt, nee, das ist auf jeden Fall jemand, der in der Beratung agiert. Das kann überhaupt nicht sein, Creative Industry, was soll das sein? Und dann saßen wir schon da und dachten, naja, das wird jetzt hier nicht so ein lustiger Prozess. Und dann haben wir aber das ein bisschen versucht weiterzuführen. Wir haben versucht, das aufzumachen, zu sagen, okay, es ist kein Problem. Wir haben einfach ganz unterschiedliche Blickwinkel hier. Ist ja auch logisch bei der Art des Studiengangs. Und dann haben wir versucht, mit den Lehrenden zusammen Kompetenzen zu erarbeiten. Wir haben sie tatsächlich gefragt, was sollen denn die Studierenden, wenn sie den Master fertig absolviert haben, was sollen die können, was sollen die mitnehmen? Und dann kam als Kompetenz, das ist auch so ein wahres Zitat, die zentralen soziologischen Theorien, die sind also für mich schon eine zentrale Kompetenz, die wir unbedingt brauchen. Und an diesem, also das Zitat zeigt es sehr stark, dass es einen wahren Clash gab zwischen der Inhaltsorientierung, die dieser Lehrperson einfach zugrunde liegt, die in ihrem Herzen vorherrscht, und gleichzeitig dem Versuch, weil sie eben auch bereitwillig war, in diesen Prozess einzutreten, mit uns zusammenzuarbeiten. Dann hat sie sich halt wirklich mühsam überlegt, was denn jetzt die zentrale Kompetenz ist. Und dann saßen wir da und dachten, okay, ja gut, also nochmal irgendwie von vorne. Dann haben wir das alles schön aufgenommen und haben überlegt, ja, was machen wir da jetzt mit? Und haben im Prinzip einen kompletten Restart gemacht. Und zwar wirklich aus dem Grund, weil wir festgestellt haben, diese Kompetenzmodelle, so schön die sind mit irgendwie 9 Feldern oder 12 Feldern, die sind für Lehrende einfach schlichtweg und ergreifend nicht eingängig, weil die kommen aus einer anderen disziplinären Denke und die verstehen einfach nicht, was jetzt in diesem Feld Wissen über Sachen eingetragen werden muss, weil was soll das denn sein? Es ist doch nichts anderes als die Inhalte. Und das Zweite war wirklich, dass die Arbeitsprozesse, so wie wir sie ursprünglich angedacht haben, einfach schlichtweg nicht effizient waren. Die sind dann vom Hundertsten ins Tausendste gekommen und haben dann halt plötzlich ganz neue Problemfelder in ihrem Studiengang identifiziert. Also beispielsweise haben sie dann in einem Treffen festgestellt, dass sie eigentlich gar kein gemeinsames Verständnis haben, was denn eigentlich eine Organisation ist. Also ob Organisation beispielsweise nur das Unternehmen betrifft oder ob das auch eine Organisation im öffentlichen Raum sein kann und so weiter. Aber daran sieht man, dass dieser Prozess nicht zielführend war, weil wir sind völlig weggekommen von dem eigentlichen Thema der Kompetenzorientierung und haben dann als Konsequenz daraus gezogen, also wir arbeiten mit denen jetzt auf Vorlagenbasis, also die kriegen immer eine Vorlage, die sie reviewen müssen, es darauf Feedback geben müssen,
Diese Vorlagen werden erstellt in Zusammenarbeit von dem Studienprogrammleiter und uns. Also das heißt, es macht quasi eine Person im Studiengang und die versichert sich dann rück bei den Lehrenden. Und wir haben auch wirklich sehr bewusst das Kompetenzmodell und die Kompetenzorientierung in den Hintergrund gerückt. Und haben letztlich die Frage eigentlich eher gedreht, dass die überlegen sollten, okay, was macht sie denn besonders? Was macht es aus, dass sie der Master Management Organisation Kultur sind und eben nicht der Master in Banking and Finance? Und das hat ihnen geholfen, diese Umkehrung der Fragerichtung. Und dann haben wir einen neuen Anlauf genommen, auch weil die Akkreditierung ins Haus stand und dann musste da halt mal ein Kompetenzprofil her. Und dann gab es aber auch schon von dem ersten Jahrgang Rückmeldung der Studierenden. Und es gab durch diese Rückmeldung der Studierenden, weil sie auch gesagt haben, so richtig klar wird ihnen das Ziel vom Programm nicht. Die waren hochzufrieden mit jeder einzelnen Veranstaltung, aber kamen hinterher raus und dachten, und jetzt? Was machen wir jetzt damit? Wie wenden wir das an? Und auch die Rückmeldung, dass diese Grundkurse, die ich vorhin auch gezeigt habe im Curriculum, dass die recht überladen waren und in sich nicht stimmig aufeinander abgestimmt. Und die organisationalen Rahmenbedingungen hatten sich zu dem Zeitpunkt auch geändert. Dann hieß es also, dieser Studiengang muss einfach dauerhaft über 25 Studierende haben, sonst wird er schlichtweg gestrichen von unserer Hochschule. Und das war natürlich ein großes Problembewusstsein, weil für viele von diesen Lehrenden war das Baby. Die wollten wirklich, dass das weiter am Leben bleibt und die wollten auch, dass das ein guter Studiengang ist, weil, und das habe ich vorhin auch vergessen zu erwähnen, an der Uni St. Gallen, das ist eine klassisch betriebswirtschaftliche Hochschule, also eigentlich eine klassische Business School. Wir haben zwar Rechtswissenschaften als einen Studiengang und wir haben auch International Affairs, aber das Gros unserer Studierenden macht einfach schlichtweg Betriebswirtschaftslehre im Grundstudium, also eine Bachelor in Betriebswirtschaftslehre und dann im Master gehen sie auch in Management-orientierte Master. Und insofern muss man sich da schon ein Stück weit abgrenzen auch und für die hat da Herzensblut dran gehängt. Wir haben dann versucht, diese Profilstärkung zu unterstützen und sind anders rangegangen. Und zwar haben wir sehr nah an den Lehrenden sie einfach erstmal nach Themenfeldern gefragt. Wir haben bewusst nicht den Inhaltsbegriff benutzt, weil der eben doch nochmal anders belegt ist, aber wir haben sie gefragt, okay, welche Themenfelder wollt ihr denn eigentlich abbilden? Was sind die Themenfelder, die ihr verkaufen wollt? Und dann kamen drei Themenfelder zustande. Das erste war Vielfalt und Integration, das zweite Nachhaltigkeit und Verantwortung und das dritte Kreativität und Unternehmertum. Alles drei große Worthülsen, die aber wirklich versucht haben, diese Dreigleisigkeit von Management, Organisation und Kultur abzubilden und auch immer versucht haben, so Pendants zu bilden. Also Vielfalt und Integration beispielsweise ist was, was sowohl sich auf die Organisation als auch auf die Kultur beziehen kann, aber auch im Management ein Thema ist. Also immer wieder der Versuch, wirklich alle drei Zugänge zu dem Studiengang zusammenzubringen. Und dann hat man überlegt, okay, was braucht man, um in diesen Themenfeldern agieren zu können? Und dann kamen wir auf Kompetenzfelder. Und zwar beispielsweise, um Vielfalt und Integration schaffen zu können in einem Unternehmen oder in einer Bildungsorganisation, braucht man die Fähigkeit zu kommunizieren. Beispielsweise, um Nachhaltigkeit und Verantwortung abbilden zu können, braucht man die Fähigkeit zu visualisieren. Und so ging es dann weiter. Und man hat dann auch noch überlegt, okay, was sind denn Berufsfelder? Und dann wirklich aus der allerersten Diskussion wieder die Berufsfelder aufgenommen. Also beispielsweise Knowledge and Service Industries, Creative and Arts Industries oder Social and Public Industries. Hat aber tatsächlich damit eine Schärfung gemacht, weil man gesagt hat, man möchte eben genau nicht das klassische Unternehmen bedienen. Es kann natürlich immer noch sein, dass ein Absolvent von dem Master in einem klassischen Unternehmen, einer Bank oder einer Versicherung oder einem Industrieunternehmen landet, keine Frage. Aber der Fokus ist eigentlich eher ein anderes. Der Fokus sind eher spezifische, vielleicht auch kleinere Unternehmen. Und dann hat man versucht, daraus auch noch Lernergebnisse und Lernziele zu formulieren. Die Diktion hier ist deswegen so ein bisschen merkwürdig mit auf der einen Seite Lernergebnissen, auf der anderen Seite Lernziel, weil das genau in dieser Diktion für eine Akkreditierung notwendig war. Wir haben uns das einfach für uns so zurechtgelegt, dass bei dem Lernergebnis im Prinzip immer der übergreifende Outcome verortet ist und bei den
Lernzielen stehen dann Lernziele, die man auch auf eine Veranstaltung übertragen könnte. Also wenn wir hier das übergreifende Lernergebnis des Kommunizierens haben, dann wäre da die Formulierung, unsere Absolventen können produktive Kontexte entwickeln, damit sinnvolle Kommunikation und auf dieser Basis innovative Wertschöpfung entsteht. Das klingt auch schon ganz gut. Und das Lernziel dazu, und da sieht man dann, da kann es dann auch wirklich übergehen in eine Veranstaltung, ist, unsere Absolventen verstehen Kommunikation als zentrale Dimension von Management und sind in der Lage, Kommunikationsstrukturen und Prozesse zu entwickeln und zu steuern. Und da auch der Anspruch verbunden, dass in dem Master, auch natürlich, weil es ein Masterstudium ist, versucht wird, höher liegende Taxonomiestufen zu erreichen. Also wir wollen einfach, dass die die Dinge auch tatsächlich anwenden können in ihren zukünftigen Kontexten. Der nächste Baustein in diesem großen Modell wäre tatsächlich die kompetenzorientierte Gestaltung eines Studienprogramms. Und auch da habe ich wieder eine Vignette mitgebracht. In der Vignette komme ich auch selbst vor. Wir haben letztes Jahr zusammen mit den Studienprogrammleitern des Bachelor BWLs, unseres größten Bachelors mit ungefähr 700 Studienanfängern, also Studienanfängern im zweiten Jahr, das ist auch was Spezielles bei uns, haben wir zusammen einen Antrag gestellt, dass wir diesen Bachelor BWL, der bis jetzt wirklich sehr geradlinig auf eine funktionsorientierte Sichtweise von Unternehmen und auch auf eine sehr nutzenorientierte Werthaltung hingearbeitet hat, dass wir dem mehr das Thema nachhaltige Entwicklung versuchen nahezulegen. Was schon bei der Formulierung des Antrags extrem schwierig war, weil wir überhaupt erst mal sagen mussten, was wir denn eigentlich unter nachhaltiger Entwicklung verstehen, aber auch natürlich dazu führt, dass wir jetzt in der Interaktion mit den Lehrenden immer wieder vor der Frage stehen, wie schaffen wir das denn eigentlich, dieses Thema so reinzubringen, dass es auf der einen Seite die Lehrenden nicht nervt, auf der anderen Seite die Studierenden nicht nervt, aber gleichzeitig doch zu einer Veränderung im Studiengang führt, weil wir wollen ja nicht, dass die alle als so ganz geradlinige Manager aus unserem Bachelor BWL rausgehen, weil natürlich auch diese ganze Management-Ausbildung im Zuge der Finanzkrise und so weiter unter Beschuss geraten ist. Also wollen wir dann Beitrag leisten. Und stellten sich dann drei Fragen. Also die erste tatsächlich, wie kriegen wir die Lehrenden überhaupt ins Boot? Wie schaffen wir es, die zu überzeugen? Die zweite, wie können wir einen Beitrag dazu leisten, dass das Studienprogramm dieses hehre Ziel der nachhaltigen Entwicklung besser vertritt? Und das dritte, wie kommen wir denn eigentlich von Lernzielen, die wir uns natürlich gesetzt haben, die auch im Antrag schon festgeschrieben waren, dann zu den angemessenen Lernaktivitäten? Und der Ausgangspunkt ist tatsächlich, dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich die Gelegenheitsfenster, die sich uns stellen, nutzen und versuchen anzusetzen, um mit den Lehrenden über diese Gelegenheitsfenster ins Gespräch zu kommen. Und der erste Ansatzpunkt ist sicherlich, dass die Vision der Uni St. Gallen seit einigen Jahren jetzt auch das Ziel ausgibt, dass wir integrativ denkende, unternehmerisch und verantwortungshandelnde Persönlichkeiten ausbilden wollen. Und in diesem Verantwortungsbegriff steckt schon so ein Stück weit auch diese veränderte inhaltliche Sichtweise auf den Studiengang. Und das Zweite ist, dass über diese Projektförderung bei der Schweizer Universitätskonferenz letztlich automatisch mitgedacht war, dass es Matching Funds von der Universität gibt. Das heißt, die Universität leistet auch einen finanziellen Beitrag zu diesem Projekt, kann sich also so nicht so ganz rausstehlen. Und es gibt auch einen Delegierten für das Thema, für Nachhaltigkeit und Verantwortung, der uns natürlich auch unterstützt und der auch ein Interesse daran hat, dass sich der Studiengang da weiterentwickelt. Man hätte wahrscheinlich die Finanzkrise als drittes Gelegenheitsfenster auch noch aufnehmen können, weil natürlich diese aktuelle Diskussion, die sich ja jetzt schon sozusagen über die letzten drei Jahre zieht, auch einen Beitrag dazu leistet, dass wir jetzt einen Türöffner haben. Also wir schwimmen sozusagen so ein bisschen auf einer inhaltlichen Welle, aber wir müssen die natürlich auch nutzen. Und wie haben wir das gemacht? Wir sind auch wieder so ein bisschen durch die Hintertür gegangen. Wir haben versucht, nicht nur mit der pädagogischen Brille in diese Veränderung der Studienaktivitäten, in die Veränderung des Studienprogramms reinzugehen, sondern wir haben gesagt, wir brauchen auch eine erweiterte inhaltliche Perspektive. Und
Eine Kollegin von mir hat dann netterweise die 3 Ps aus dem Marketing sozusagen abgeleitet. Da gibt es immer die 4 Ps, das wissen alle BWLer. Das ist also für uns ganz praktisch. Jetzt sagen wir die 3 Ps. Wir wollen eben in dieser Studiengangsentwicklung den Profit natürlich an allererster Stelle berücksichtigen. Das ist für Unternehmensvertreter ja hochrelevant. Wir wollen aber auch daneben noch die Menschen berücksichtigen und den Planeten, also die Erde, also soziale und Umweltaspekte. Und diese inhaltliche Idee, diese inhaltliche Brille hat die Lehrenden eigentlich dazu gebracht, auch mit uns ins Gespräch zu kommen über dann wiederum didaktische Perspektiven. Und das ist das, was hier rechts so gelb-orange eingefärbt steht, dass wir von unseren Zielen her ausgehend eigentlich ja gar nicht, wir wollten nicht unbedingt stärken, dass die alle in jeder Lehrveranstaltung über das Thema nachhaltige Entwicklung sprechen, sondern wir wollten überfachliche Ziele fördern, wie das kritische Denken, das interdisziplinäre Problemlösen und auch auf der Einstellungsebene die Eigenverantwortung der Studierenden. Und das sind natürlich große Ziele, die man dann irgendwie versuchen muss, mit den Lehrenden runterzubrechen. Und wir haben versucht, es auch in so eine Kompetenzmatrix einzubringen, auch ja, wieder mit der Leitfrage, welche Fähigkeiten wollen wir, dass sie letztlich mitnehmen aus dem Studium. Und wir haben festgestellt, dass letztlich diese Ziele eigentlich gar nicht so hundertprozentig unser Ausgangspunkt sein können. Die sind zwar, und das ist das, was Sie auch gesagt haben, die sind wirklich eine Leitlinie, die sind so ein Gerüst, aber die helfen uns letztlich nicht, wenn wir mit den Lehrenden ins Gespräch kommen wollen. Wenn wir mit den Lehrenden ins Gespräch kommen wollen, müssen wir viel, viel stärker bei deren Unterlagen ansetzen. Also wir müssen uns überlegen, was in ihrer Dramaturgie der Lehrveranstaltung kann verändert werden, damit wir unsere Ziele letztlich erreichen können, mit ihnen zusammen natürlich. Da kommt wieder dieses Thema des Ownerships rein. Und wir haben tatsächlich dann diese Unterlagen im Rahmen dieses Projekts sind wir durchgegangen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich sozusagen aus allen Disziplinen Mitarbeiter hatte. Also wir haben jemanden, der die betriebswirtschaftliche Perspektive, wir haben jemanden, der die rechtswissenschaftliche Perspektive und wir haben jemanden, der die volkswirtschaftliche Perspektive vertritt, konnten das dann aufteilen und haben für jede Lehrveranstaltung uns überlegt, welche Aktivitäten könnten uns helfen, dass wir diese 3 Ziele, diese überfachlichen Ziele auch tatsächlich erreichen. Und dann kann beispielsweise ein ganz kleiner Kniff sein, dass man bei einem Fall, den man gelöst hat, nicht nur einfach die Falllösung präsentieren lässt, sondern die Studierenden einfach mal auch über die Vor- und Nachteile von einem bestimmten Vorgehen, jetzt in dem Fall ist es Marketing, von der Marketingstrategie überlegen lässt. Es kann aber auch sein, dass man sie beispielsweise mit Zeitungsartikeln arbeiten lässt und in der Volkswirtschaftslehre, einem eher trockenen Fach, sehr nah auch an der Mathematik beispielsweise, dass man sie versucht, Dinge, die sie da gelernt haben, in Zeitungsartikeln nachvollziehen, dass sie die da nachvollziehen. Das auch, um dann wiederum die Relevanz für ihre spätere Tätigkeit herzustellen. Und diese Vorschläge haben wir dann den Dozierenden unterbreitet. Die haben wiederum gesagt, okay, manche Sachen machen sie vielleicht schon oder haben so getan, als würden sie die schon machen. Sie haben dann auch überlegt, was passt denn zu Ihnen als Person. Auch das ist uns immer wichtig. Wir können nicht irgendwas machen, was letztlich nicht zu dem Dozenten passt. Und dann haben wir was ausgewählt und haben das dann in Zusammenarbeit mit den Dozierenden, beziehungsweise sind zum größten Teil auch noch dran, in Aktivitäten ausgebaut, die dann der Dozierende auch wirklich selbst in der Veranstaltung umsetzt. Weil auch das ist uns wichtig. Ich will nicht in jede Veranstaltung reingehen, abgesehen davon, dass ich es zeitlich nicht könnte, und da irgendwie mal noch eben was zum Thema kritisches Denken machen, weil nur wenn es der Dozent selbst lehrt, hat es auch die Wertigkeit, dass es wirklich wichtig ist für die Studierenden. Und das heißt, wir müssen es tief integrieren in diese einzelnen Veranstaltungen und unser Ziel ist im Moment, dass wir 80% der Pflichtveranstaltungen erreichen mit diesen Themen. Und nächstes Jahr kann ich dann berichten, wie weit uns das gelungen ist. Der Stand im Moment ist, dass wir Gespräche geführt haben mit verschiedenen Dozierenden des Bachelor BWL. Wir haben gleichzeitig auch Daten erhoben, um eine Vergleichsgruppe zu haben, um zu sehen, wie momentan die Studierenden den noch nicht reformierten BWL-Bachelor wahrnehmen.
Und wir sind im Moment dran, für 3 Veranstaltungen diese Konzeptentwicklung vorzunehmen. Das sind die Veranstaltungen, die dann auch im Herbstsemester 2014 umgesetzt werden sollen. Und das sieht dann beispielsweise so aus, immer eben diese inhaltliche und die didaktische Perspektive nebeneinander gestellt. Wir haben dann überlegt, okay, was sind Themen, beispielsweise im Marketing, und wie kann das im Curriculum didaktisch umgesetzt werden? Und dann sieht es letztlich so aus, das ist dann eine größere Tabelle, wo wir versucht haben, ja, wirklich für einzelne Aspekte dieser Veranstaltung immer wieder rauszupicken, okay, was könnte der Dozent da noch zusätzlich machen, und gleichzeitig aber auch immer überlegt haben, was kann der Dozent tatsächlich leisten, weil das Hauptargument, das einem natürlich in solchen Gesprächen immer entgegenspringt, ist, dafür habe ich keine Zeit. Mein Curriculum ist ja eh schon so voll, meine Veranstaltung hat viel zu viele Inhalte und dafür habe ich keine Zeit. Und hier wirklich der Versuch, Ihnen zu zeigen, okay, an der und der Stelle gäbe es kleine Hebel, wie man was verändern kann, wie man die Perspektive verändern kann auf einen kompletten Studiengang. Und als kleines Zwischenfazit zu dieser kompetenzorientierten Gestaltung von Studienprogrammen und Lehrveranstaltungen: Wir versuchen natürlich, diese Lernaktivitäten, die wir den Dozierenden vorschlagen, konsequent an den Lernzielen auszurichten. Aber gleichzeitig, und das habe ich gezeigt, nehmen wir 2 Brillen ein, eine inhaltliche und eine didaktische, und nähern uns somit auch ein Stück weit durch die Hintertür den Dozierenden an. Es ist uns wichtig, den Dozierenden klarzumachen, dass es hier um höhere Anspruchsniveaus geht. Das heißt, wir wollen eben wegkommen von auswendig gelernten Inhalten, und das wird hier irgendwie nicht anders sein. Das ist nun mal im Bachelorstudium in den Wirtschaftswissenschaften einfach gang und gäbe, dass die vorherrschende Prüfungsform auch ist. Das heißt, auch da wollen wir zu einer Veränderung beitragen. Wir wollen, dass die Studierenden zentrale Kompetenzen erwerben, nicht unweigerlich wirklich alles letztlich können. Also uns ist es lieber, wenn sie bestimmte Inhalte vertiefen und da wirklich an Problemstellungen arbeiten, als wenn sie wirklich alles können. Aber das ist natürlich für die Dozierenden, die mit einer ganz anderen Brille kommen und die gerne ihr gesamtes Fachgebiet abdecken wollen, ein schwerer Schritt. Die müssen sich ja von Dingen verabschieden, die sie auch schon über die letzten 5 bis 10 Jahre erfolgreich gelehrt haben, und man muss ihnen klar machen, dass das, was sie jetzt machen, auch einen Wert hat und dass es vielleicht oder hoffentlich für die Kompetenzentwicklung der Studierenden viel stärker wiegt. Und unsere Idee ist, dass wir einerseits das aktive Lernen noch stärker in den Vordergrund rücken, andererseits aber wirklich an spezifischen Problemstellungen arbeiten, und jetzt für diese Ziele, die wir hier genannt haben, sind das häufig auch so Dilemma-Situationen, verschiedene Dilemmata, die die Studierenden in eine Zwickmühle versetzen und sie dann wirklich zu vertieftem Nachdenken auch anregen. Natürlich wären aber auch ganz viele verschiedene andere Lernformen denkbar, vom problembasierten Lernen bis hin zum Projektlernen oder natürlich auch selbstorganisierte Lernformen, die das unterstützen können und die diesen Shift from Teaching to Learning letztlich umsetzen. Dann würde ich direkt zu der Frage der kompetenzorientierten Prüfung gehen. Hier ist ja erstmal diese klassische Unterscheidung notwendig, dass man formativ und summativ prüfen kann. Formativ im Sinne der Unterstützung des Lernfortschritts vom Studierenden, im Sinne von Feedback. Summativ tatsächlich als Leistungskontrolle und damit auch als Prüfung. Frappierend ist sicherlich, dass diese formative Form der Prüfung einfach extrem unterentwickelt ist in unserem Hochschulsystem, und beispielsweise in Deutschland gibt es diese großen HIS-Studien, und Feedback wird immer als eines der am wenigsten wahrgenommenen Methoden rückgemeldet von den Studierenden. Also sie erhalten ganz, ganz wenig Feedback direkt auf ihre Leistung und schon gar nicht auf ihre Kompetenzentwicklung. Und es ist sicherlich ein großes Problem, dem will man mit der Kompetenzorientierung ein Stück weit Abhilfe verschaffen, aber das ist natürlich eine große Herausforderung, weil die Dozierenden auch ihre Beschränkungen haben, was ihre Zeit betrifft, und Feedback geben, diese formative Unterstützung der Studierenden
bedeutet einfach wahnsinnig viel Zeitaufwand. Das möchte ich vorwegschieben und da habe ich auch leider keine Lösung zu. Wichtig ist uns aber, dass eben immer dieses Alignment, das vorhin auch von Ihnen schon genannt worden wurde, Frau Zwiehauer, dass das besteht. Also, dass wir Lernziel und Lernaktivität und die Prüfung des Gelernten abstimmen, weil das größte Problem ist natürlich, wenn da eine Inkongruenz herrscht. Links, da gibt es einen Tippfehler, links haben wir die inkompatiblen Ziele und Prüfungen, also die Ziele und Lehraktivitäten des Dozierenden und die Prüfungsform der Veranstaltung, die passen nicht zusammen, während der Dozent in seiner Vorlesung beispielsweise eine Strategie analysieren lässt, heißt es dann in der Prüfung, nennen Sie beispielsweise die Elemente der Strategie und dadurch, dass die Studierenden sich solche Informationen immer gerne weitergeben, wird natürlich letztlich nur das gelernt, was im Test geprüft wird und das ist dann das, was BICS Dealing with the Test nennt, also die Studierenden sind dann sehr schnell, sehr kompetent darin, mit diesen Prüfungssituationen umzugehen, aber das, was der Dozent eigentlich dachte, was gelernt werden sollte, das ist nicht zugegen. Und rechts haben wir dann eine Kompatibilität von Ziele und Prüfungen. Das heißt, die Ziele und Lehraktivitäten des Studenten bilden sich auch genau so in den Prüfungsformen ab. Und dann ist es in einer Übereinstimmung auch mit den Zielen und den Lernaktivitäten der Studierenden. Genau, und da oben ist ein Tippfehler, da müsste es kompatible Ziele und Prüfungen heißen. Und diese Kompatibilität zu gewährleisten, das klingt ja immer erstmal sehr schön und sehr einfach, weil es ist ja eingängig. Also warum sollte man das nicht so machen, dass mein Ziel mit meiner Prüfungsform übereinstimmt? Das ja, klingt fast so, als wäre das eine Dummheit, es nicht zu tun. Aber gleichzeitig ist es ganz schön schwierig, das auch wirklich nachzuweisen. Und wir müssen das regelmäßig nachweisen, wenn wir uns auf Akkreditierung vorbereiten und da wirklich auch sagen, okay, welche Prüfungsform bildet denn eigentlich ein bestimmtes Lernziel ab? Und hier ist jetzt beispielsweise die Frau Meier, die in einem politikwissenschaftlichen Studiengang bei uns, hier habe ich die Universität Wien genommen, in Wien zuständig ist im Rahmen eben einer Systemakkreditierung ihr Erreichen von den Studienzielen auf Programmebene nachzuweisen. Und sie stellt sich jetzt berechtigterweise die Frage, welche Prüfungsformen eignen sich dann eigentlich, um diese Zielerreichung nachzuweisen und wie kann ich das eigentlich gegenüber so einer Akkreditierung auch darlegen? Wie kann ich das schaffen? Und möchte gerne noch sozusagen als Abschluss zeigen, wie wir das in St. Gallen bewerkstelligt haben und dann zum Abschluss des Vortrags kommen, dass wir dann noch allgemein in die Diskussion einsteigen können. Wir haben jetzt hier das Beispiel von einem Masterstudiengang, in Politikwissenschaften und hier ist der spezifische Aspekt auf der Finanzierung von internationalen Organisationen und die Idee ist jetzt, dass wir einfach mal das erste Lernziel da durchgehen. Hier wird gesagt, dass die Studierenden ein gutes Wissen haben sollen von Finanzen. Das ist erstmal riesig breit. Und dann fragt man sich ja, was prüft das denn ab? Eigentlich prüft doch jede einzelne Prüfungsform, die ich habe in meinem Studiengang, dieses Ziel ab. Und dann muss man sich überlegen, okay, was geht? Was kann ich machen? Dann gibt es bestimmte Prüfungsformen, die beispielsweise näher dran liegen an diesem Lernziel, also hier zum Beispiel die Portfoliotheorie oder Struktur von finanziellen Transaktionen. Es gibt aber auch andere Ziele, die beispielsweise sich nur über die Masterarbeit abbilden lassen. Und letztlich ist dann die Frage, wie man das Ganze operationalisieren kann. Und wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben mit dem umfassenden Wissen über Finanzen, dann haben wir Kriterien abgeleitet, die sich auf spezifische Fragen in der Klausur beziehen. Und es wurde dann nachgewiesen, okay, wie viel Prozent der Teilnehmenden haben denn in dieser Frage sehr gut, gut, gerade noch gut und schlecht abgeschnitten. Und das musste dann tatsächlich nachgewiesen werden, um die Erreichung der
dieser Ziele nachweisen zu können. Das heißt, hier beispielsweise kann man sagen, naja, also diese zweite Frage, da haben die Studierenden ja schon recht schlecht abgeschnitten. Aber so insgesamt über alle Fragen, die hier als Kriterium angelegt sind, kann man wahrscheinlich schon sagen, dass die Studierenden dieses umfassende Wissen haben. Und beispielsweise jetzt bei der internationalen Perspektive, da war dann das Ziel, das ausgewiesen wurde, die Fähigkeit auch mit internationalen Perspektiven, internationalen Quellen zu arbeiten. Und dann wurde gefragt als Kriterium, okay, hat denn die Masterarbeit da ein internationales Thema? Und die Ausprägung war dann einfach schlichtweg ja oder nein. Aber so hat man sich versucht zu behelfen, dieses Alignment, das auf dem Papier so einfach scheint, tatsächlich mal umzusetzen und zu überlegen, okay, kann ich meine Studienziele tatsächlich auch über die Prüfung abbilden? Was hier fehlt und was auch mein größter Vorwurf an diese Akkreditierungsagenturen ist, dass sie nicht schauen, was passiert denn eigentlich in den Lehrveranstaltungen, also was passiert in der tatsächlichen Umsetzung von dem Lernen. Das wird hier einfach erstmal ausgeblendet. Vielleicht ist das die Zukunft, dass das auch noch mit berücksichtigt wird, weil der Schritt fehlt natürlich im Sinne des Alignments. Genau. Hier nochmal der Blick auf das gesamte Modell. Die kompetenzorientierte Entwicklung von Studien soll letztlich den Beitrag dazu leisten, die Lehr-Lernkultur auch zu verändern. Inwieweit das gelingt, liegt sicherlich daran, inwieweit in den einzelnen Schritten das auch gelebt wird und inwieweit die Lehrenden das auch leben. Und wir sehen die Entwicklung von Studien tatsächlich als einen langfristigen Veränderungsprozess. Wir können vermutlich gar nicht so wenig dazu beitragen, dass so ein Veränderungsprozess initiiert wird. Beispielsweise, indem wir neue Themen einbringen, indem wir über Prüfungen nachdenken, indem wir auch Handreichungen geben und so weiter. Wir können auch eine Begleitung der Implementation machen und versuchen, unsere Lehrenden, unsere Programmverantwortlichen da zu unterstützen. Aber die Institutionalisierung, die muss letztlich bei den Lehrenden und bei den Programmverantwortlichen liegen. Die kann zumindest ich nicht bis ins letzte Detail mittragen, weil da muss das Ownership dann bei den jeweiligen Verantwortlichen sein. Und so würde ich das dann sehen. Also die Herausforderungen von Kompetenzorientierung sind sicher, dass es ein möglicher Ansatzpunkt ist zur Diskussion von der Weiterentwicklung von Studien, aber eben wirklich nur ein Ansatzpunkt. Und aus meiner Sicht braucht es immer noch andere Gelegenheitsfenster, die das öffnen für eine Diskussion und die auch die Lehrenden bereit machen, in einen Austausch zu treten. Es ist sicherlich wichtig, dass man immer mit dem Programm ein angemessenes Vorgehen wählt. Es gibt nicht one size fits all und man braucht alle Anspruchsgruppen eines Programms, von den Studierenden bis zu den Programmverantwortlichen, aber sicherlich, das ist der Kern, sind die Lehrenden, die in dem Programm arbeiten und eben nicht lieber mit Leit- oder Moderationsfragen arbeiten als mit fixen Modellen. Das ist sicherlich eine Erfahrung, die wir haben, und die Autonomie der Studienprogramme nicht vernachlässigen. Das ist so der abschließende. Aus meiner Sicht kann Kompetenzorientierung dann tatsächlich das Potenzial entfalten, auch das man gezielt über Lernprozesse, über Lehr-Lernarrangements, über Prüfungsformen nachdenkt und sie letztlich effektiver gestaltet. Das ist mein Ziel zumindest, das ich damit verbinde. Und dass man auch einen Beitrag dazu leistet, dass die Studierenden fähig sind, in ihren Professionen, in ihren Tätigkeitsfeldern letztlich zu agieren.